Hatten die sich gegenseitig bekämpft oder haben die gegen die Mutanten gekämpft? Das ist mir jetzt immer noch nicht so ganz klar. As far as I understand, this is Sibirskaya, a line transfer station. Moment, da hat doch der was gesagt. Ich muss das nochmal anschauen. Eine Verteidigungsstellung an der Sibirskaya-Station. Okay, aber das war die jetzt, wo wir waren. Schätze ich mal. Ich wollte da noch nicht rein. Hier nochmal. Aber hier ist einfach mal nichts. Na gut, oh, nix im Mülleimer, verwertbares Gar. PC. Sieht jetzt noch nicht so nützlich aus hier. Oh, die Musik ist schön. Eine Patrone für eine Waffe, die ich gar nicht dabei habe. Herzlichen Glückwunsch. Okay, zweimal Schrot ist gut. Und was zu lesen. An Kommandant der schnellen Eingreiftruppe Oskom, Oberstleutnant Chlebnikov. Bezug nehmend auf Ihre Anfragen, bla bla bla, melde ich hiermit das. Die Gefangenen beim Verhör ausgesagt haben, dass der Hauptgrund für ihre Teilnahme an dem Massenaufstand die allgemeine Unzufriedenheit mit ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage war. Zitate: Wir arbeiten uns in den dreckigen Tunneln die Ärsche ab und ihr Schweinehunde führt da unten ein Luxusleben. Ich habe seit 10 Jahren kein Fleisch mehr gegessen, obwohl ich die Schweine züchte. Wir bekommen jeden Monat nur eine mickrige Dosis grünes Zeug, was einem verdammten Nichts entspricht, während ihr Mistkerle euch die Taschen damit vollstopft. Der letzte Anstoß, sich den Aufständischen anzuschließen, war für sie jedoch eine angebliche Verschwörung der Oskom-Führung, wie es ihr Anführer nannte. Sie meinen also, dass wir keine Ahnung haben, nur weil wir hier in der Provinz diese Autos auseinandernehmen? Junge, sie könnten kaum mehr daneben liegen. Wir wissen alles. Die Bonzen vom Komitee, die Oskom-Führung, machen sich bereit, wie die Ratten aus der Stadt zu fliehen. Deshalb horten sie das ganze grüne Zeug. Stimmt es nicht? Sie wollen uns hier zum Sterben zurücklassen. Das wissen wir schon seit dem letzten Winter. Warum mussten die Rationen unserer Leute denn um die Hälfte gekürzt werden? Ganz klar, um die Bahnstrecke freizumachen. Wozu der plötzliche Befehl, die Diesellok instand zu setzen? Die ist hier schon seit Ewigkeiten geparkt. Wir wollten sie schon zerlegen. Und jetzt sollen wir sie reparieren? Halten sie uns nicht für dümmer als Brot? Nach dem Verhör wurden die Aufständischen, die aufgrund dessen unbestreitbar schuldig waren, gemäß der Standardprozedur an die Sonderabteilung übergeben. Perepletschek. Das sind die. Okay, ist das jetzt das grüne Zeug? Ich habe keine Ahnung. Naja, sie. So wie bei der
Bei den Spartanern ging das hier offenbar nicht ab. Metro. Ich kenne mich hier nicht aus. Das sind ja irgendwelche Zonen hier. Die Station ist durchgestrichen. Okay. Und weiter unten haben die dann ihr Hauptquartier gehabt. Aber haben sie es dann geschafft? Hat die Oscom-Führung es dann geschafft, abzuhauen oder nicht? Vielleicht ja nicht. Vielleicht sind die noch da. Da sieht so nach Falle aus. Okay, jetzt muss ich dem nachrennen. Ach du liebe Zeit. Wird. Wie alt ist der? 15? 16? 14? Oder sie? Artyom ist zu fett. Okay, mal interessant, auch so ein Versteckspiel hier zu machen. Er hat das Ding zurückgelassen. Da drin? Nicht, oder? Bitte was? Details of which may only be disclosed to ranking officers. You just have to take us to them. Besides, you don't really have much choice. All right. No monkey business, mind you.
Aber ist das der jetzt aus dem Text oder? Are you from? Artyom is from the exhibition, and I'm from police. Huh? Where is that? It's in Moscow, soldier. Der kennt keine andere Stadt. Da kommen wohl noch mehr. Habe ich denn Granaten? Naja. Nicht so wirklich. Da hätte ich mir mal was machen müssen. Na, das ging ja noch. Look at them run, just like old times. And we're done here. Private Klebnikov, you can come out now. Hey, where did you go? Did he just run? How are we supposed to find him now? We shouldn't have taken eyes off him. I'm here. Oh, he's alive. It was only a couple of mutants. Are you really from Moscow? We are. I'm Colonel Nealon, leader of the special task force. Nichts zu holen hier. We came from Moscow on a train. Wow, this is cool. Wait a second, I'll open the gate. Oh, der ist ja ganz zutraulich, aber... Schön, hast du das gemacht? Aber wer ist denn jetzt hier noch übrig? Er ist nicht grün, er ist gelb, ne? Wir wissen noch nicht. Das ist ganz schön hier. Wir wissen noch nicht, ob er gut oder schlecht für uns ist. Okay. Ein bisschen Vegetation. Okay, der aus den Notizen, das war dann sein Vater. Huch. Oh, so the city was tough enough to live through the nuclear war, but not this. Das ist doch irgendwas. Naja. How long has it been just the two of you?
Almost here. We are lucky. Had a whole box of green stuff. Like the rich guys. Wait. Artyom, a satellite map. This is the valley where Alyosha and you got lost. Where did you get this from, Private? Stokers brought it from the SATCOM Center a long time ago. So your father's on a mission? When is he coming back? I don't know. When did he leave? Schon länger her. Ach du Scheiße. The last 3 weeks. I see. You know where he went. What was the mission? He went to that SATCOM Center. We were going to leave the city in the spring. He went to go get the impact map. Said, we're sure to find a clear place if we get one. Got it. Private, we need to use your radio. Artyom, let's contact the Aurora. I'm going to get that map. We should tell them. Do you read me, Aurora? Miller here. Colonel, read you loud and clear. How did you get on the air? A change of plans. We found the survivors. They say the SATCOM Center is still there. I'm going there for the map. Artyom takes the Institute. Copy that, Colonel. How is Anna doing? She's asleep. Try to make haste there. Katya says Anna's going to have another attack soon, and she's way too weak. Come again, Aurora. Over. You copy, Aurora. Over. Damn. Static again. Artyom, if his father has really found a clean place, this is a chance for Anna, for the boys, for all of us. A chance to have a real life. I'll go get that map. Meet me here once you recover the medicine. Then wait, we'll go get the car. We can't go outside with that anti-rad. We still have 3 left. Dad was saving them for our escape from the city. Great! Thank you. Artyom, get geared up in the meantime. Look, there's even a workbench here. Mm-hmm. By the way, you can take my railgun if you want. Might be of more use where you're going. Don't forget the ammo. Tell me when you're ready. Die Railgun. Was kann die denn so? Also ich könnte mir jetzt hier mal sowas machen, das ist ganz gut. Ich brauche sowas hier. Die brauche ich jetzt erstmal nicht, glaube ich. Aber ein Molly kann natürlich wichtig sein. Oh, die hat hier richtig gelitten. Others in the fire. Not enough people to guard the entrances, so the mutants broke through everywhere. Oh, I'm sorry. Oh, I'm okay. Don't worry. So, das sieht ganz gut aus, aber hier brauche ich was. Here it is. As far as I understand. Das müsste noch reichen. Yes, that one. Then you go through the station. Then take the right tunnel. This thing is simple. Just take a shot if you feel sick. Thank you. So, this is what had been keeping them all alive. Okay. Are you ready? Das heißt, ich muss mir dann immer was. Aber wie lange hält das? Remember why we are in this. The life of my daughter, your wife, is in your hands now. Now go. Oh Mann. Ich habe jetzt nicht so genau zugehört, wo ich eigentlich hin muss. Also zum Institut, ist klar, aber... aber... wo genau da? Weiß ich noch nicht. Krass, wie lange der Kleine da überleben kann. Ohne seinen Vater. Oh Mann, ey.
Da hinten bewegt sich doch was. Ich mal die Waffe. Jetzt noch was machen? Boah, das sah aus, als ob sich da was bewegt. Das war nur der Schatten hier. Ich kann hier hinten auch hin. Ach, ich wollte da ja was lesen. Moment, Moment, Moment. Ich wollte doch hier noch im Tagebuch was lesen. Hier Befehle an Gefreiter Chlebnikov. Für die Dauer der Abwesenheit des Kommandanten wird dem Gefreiten, also dem Sohn, hiermit die Leitung des Schutzraums übertragen. Neben seinen üblichen Pflichten kommen ihm bis auf weiteres folgende Aufgaben zu. Erstens, die Tür zum Schutzraum unter allen Umständen verschlossen halten. Das Schloss nach dem Verlassen des Schutzraums zweifach überprüfen. Zweimal täglich nach dem Pilzfeld schauen. Jeglicher entdeckter Schleim ist mitsamt der betroffenen Erde unverzüglich zu verbrennen. Es ist besser, ein einzelnes Beet zu verlieren, als das ganze Feld. Niemals die verschmutzten Stationen aufsuchen. Mindestens alle 2 Tage die Fallen überprüfen und zurücksetzen. Die Tiere sollten nicht unnötig leiden, auch wenn es sich um Mutanten handelt. Ihre Leber essen. Ihre Leber essen. Es gibt keine Ausreden. Okay. Den Akku des Funkgeräts aufgeladen halten. Jeden Mittag bereit für einen Kontakt sein. Zeitfenster 1/2 Stunde. Die Leber essen wegen Vitamin D vielleicht? Ist das da drin? Fröhlich sein. Oh, hat sich doch gelohnt hier. Auf die Waffe gehen, weil kann ich da ein bisschen Muni verbrauchen. Oh, 3 Schrotpatronen. Das hat sich gelohnt. Immer gut umgucken. Nicht mehr ganz so unheimlich mit Nachtsichtgerät, aber wer hat, der hat. Yum, yum, yum. Hier Schrotpatronen. Wenn es viele sind, dann brauche ich eher die Waffe hier. Okay, da hat noch einer ein letztes Bad genommen. Ernsthaft runterhüpfen? Ist ja nicht noch einen anderen Weg. Das gefällt mir nicht. Hier nichts machen bei dem.